An den US-Aktienmärkten geht es den dritten Tag in Folge nach oben. Warum? Weil man sich sagt, 19 von 19 ist eine ziemlich gute Quote und meint damit, dass jedes Mal nach den Zwischenwahlen seit dem Zweiten Weltkrieg in 19 Fällen die Märkte nach den Zwischenwahlen bis zum Jahresende immer gestiegen sind. Also sagt man sich, naja, bevor wir warten, bis die Zwischenwahlen kommen, da positionieren wir uns doch vorher, weil wir ja aufgrund dieser statistischen Außerordentlichkeit genau wissen, dass das wieder eintrifft. Und jetzt ist aber die Sache die, dass ich das außerordentliche Talent habe, den Leuten auf die Nerven zu gehen durch Miesmacherei, und dementsprechend würde ich sie ermuntern, wachsam und vorsichtig zu sein und dieses Wohlfühlambiente, das wir jetzt in den letzten Tagen bekommen haben, so ein bisschen zu hinterfragen und mal hinter die Kulissen zu gucken. Zunächst mal Futures Rise on Expectations for a Past Midterm Rally. Was immer geklappt hat, wird auch diesmal klappen. Das ist die Logik, da brauchst du gar keine Nachrichten dazu. Wir haben derzeit keine Konjunkturdaten. Wir warten auf die Inflationsdaten am Donnerstag, aber vor allem eben auf den Ausgang der US-Zwischenwahlen heute Nacht respektive. Das könnte sich noch hinziehen, und hier werden solche Grafiken, solche Charts herumgereicht, egal wie die Midterms Elections ausgehen, so Strategas Research Partners. Es ist immer nach oben gegangen. Hier hat man einen Chart von Ende Oktober diesen Jahres, der mal vergleicht, wie jetzt die Performance eben zu den durchschnittlichen Entwicklungen in Midterm- oder Nach-Midterm-Wahlen in den USA gewesen ist. Und es geht immer nach oben, wunderbar. Also ist doch besser, man positioniert sich vorher long, so die Logik. Aber es gibt da ein paar Herrschaften, die nicht mitmachen. Und das sind zufällig sogar die Dickfische dieser Investorenwelt, nämlich die von der Bank of America befragten großinstitutionellen Investoren. Und die haben in der letzten Woche verkauft und auch in der vorletzten Woche verkauft, und zwar alle 11 Sektoren. Man ist also überall raus aus diesen 11 S&P 500 Sektoren und scheint also jetzt bei dieser Rallye, naja, nur begrenzt mitzumachen. Man hat auf jeden Fall Kapital abgezogen, hat seine Positionierung etwas geschmälert. Und schauen wir uns mal diese US-Zwischenwahlen an, über die in Deutschland ja vergleichsweise wenig berichtet wird. So eine Forecast-Senat, auch die Republikaner vorne. Und das ist die Erwartung des Marktes, dass die Republikaner sowohl den Senat als auch das Abgeordnetenhaus gewinnen werden. Abgeordnetenhaus ist mehr oder weniger sicher. Senat könnte noch knapp werden, aber wie gesagt, die Demokraten haben hier mehr zu verlieren. Derzeit die Mehrheitsverhältnisse 51-49. 6 Bundesstaaten sind heiß umkämpft. 4 davon sind bereits in der Hand der Demokraten. Das heißt, das Verlustpotenzial ist größer. Wenn ich von 6 4 Sitze schon habe, dann kann ich eben diese 4 verlieren und nicht wie die Republikaner nur 2. Also das ist derzeit der Stand der Dinge. So, nehmen wir also mal an, die Republikaner gewinnen beide Kammern, was ja durchaus wahrscheinlich ist, meine Damen und Herren. Dann schauen wir uns mal an, was ist denn für die Republikaner die Top Priority, sowohl für die Politik, also für die Politiker der Republikaner, als auch für die Wähler der Republikaner. Und dann sehen wir hier dieses Orangene oder was auch immer das für eine Farbe ist, absolute Priorität. Nichts ist nur ähnlich wichtig für die Republikaner wie das Thema Inflation. Für die Demokraten ist dagegen sogar die Abtreibungsgeschichte wichtig nach diesem Urteil des Supreme Courts. Das soll, so hoffen die Demokraten, eben die eigenen Wähler wirklich motivieren, zu den Urnen zu gehen. Aber entscheidend hier, Inflation ist das Thema Nummer 1 bei den Republikanern. Und jetzt sagen sich die Märkte, ja, es ist ja immer noch umgegangen nach den Zwischenwahlen. Aber wenn jetzt die Republikaner wirklich beide Kammern gewinnen, dann heißt das nichts anderes, als dass eben auch republikanische Politiker Druck auf die Fed ausüben und sagen werden, naja, bring uns doch diese Inflation nach unten. Das ist doch das, was unsere Wähler am allermeisten interessiert. Und das wiederum würde eine hawkische Fed latent stützen. Und genau das ist das kleine Problemchen, das ich hier sehe, dass man sich also zu sehr jetzt ein bisschen auf das historische Schema verlässt, aber nicht drüber nachdenkt, so ein bisschen, was denn jetzt daraus folgen könnte. Und das sehen wir etwa auch im Optionsbereich.
3-Monats-Equity-Calls sind nun so teuer gegenüber Puts wie zuletzt im März 2020. Also wer Calls kauft, der muss dafür richtig tief in die Tasche greifen, eben weil die Vola runtergegangen ist. Und jetzt wollen natürlich viele noch mit dabei sein bei dieser Center Rally, nachdem dieses Jahr so bescheiden gelaufen ist mit schwachen Aktienmärkten, mit noch schwächeren Anleihenmärkten. Wer da 60-40 Portfolios hat, das ist so ein typisches institutionelles Portfolio, 60% Aktien, 40% Anleihen, der hat richtig auf die Nüsse gekriegt, hat in allen Assetklassen verloren. Und wenn er dann noch in den großartigsten Aktien der Welt, wie etwa eine Meta oder ähnlich unterwegs war, dann hat er da noch mehr verloren. Bei den Highflyer-Aktien des Jahres 2021 ging es ja besonders stark nach unten. Und hier sehen wir die Volatilität beim Nasdaq. Nicht der VIX, sondern der FXN. Das ist sozusagen der VIX des Nasdaq, könnte man sagen. Der geht immer weiter nach unten. Starke Abfälle. Und hier sagen Analysten, da sind seltsame Dinge im Gange. Wenn wir solche starke Abverkäufe gesehen haben beim FXN, dann war das meistens kurz vor deutlichen Korrekturen beim Nasdaq 100. Also hier möglicherweise ein Warnsignal. Wenn wir uns heute mal die Wall Street anschauen, sehen wir Dow 1,44, Nasdaq 100 1,6% im Plus, aber interessanterweise der VIX nicht im Minus. Der VIX fällt also nicht mehr. Ich hatte heute Morgen ja dieses Video gemacht, der VIX als potenzielles Warnsignal. Und jetzt haben wir natürlich auch positive Signale. Wir haben jetzt den Dollar seit 4 Tagen in Folge schwächer. Das ist die längste Serie seit März 2020. Da haben wir wieder März 2020. Das war ja der Drehpunkt. Corona-Crash und dann Panik der Notenbanken. Bums, Aktienmärkte nach oben. Wir sehen hier unten in dem Chart, dass der Dollar, wie Sven Hendrik beobachtet, seinen Aufwärtstrend gebrochen hat, den sehr steilen Aufwärtstrend. Ist das wirklich ein Trendbruch oder nur ein Fake-Trendbruch? Ähnliches sehen wir auch bei den so wichtigen Renditen für Staatsanleihen. Dollar und Renditen sind ja der Treiber schlechthin für eben die Märkte. Und hier sehen wir, dass die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite jetzt versucht, eben diesen Aufwärtstrendkanal zu verteidigen. Gelingt das? Gelingt das nicht? Wir werden sehen. Wir sehen, dass Gold etwa jetzt aus dem Abwärtstrend versucht auszubrechen. Auch das ist interessant. Es geht ja deutlich nach oben für Gold und Silber und praktisch alles, was ein Metall ist. Ne? Das steigt heute mal. Und dann haben wir auch beim Dow Jones etwa, der über seinen Abwärtstrendkanal rausgeht. Wir sind jetzt 16% über den Tiefs, die wir im Oktober gesehen haben. Das ist schon eine dicke, dicke, dicke Rallye. Der Dow Jones ist ja der beste der US-Indizes mit Abstand. Aber ich will nochmal hier auf dieses Thema Inflation und Inflationsbekämpfung kommen. Und ähnlich wie ich sieht das auch der gute André Stagge, der dazu ein Video gemacht hat. Und eben sagte, Leute, werdet vorsichtiger. Und ich meine, eine solche Vorsicht kann ja nicht schaden, aber es ist vielleicht besser, jetzt nicht zu euphorisch zu werden, nicht zu sehr an diesem historischen Schema zu kleben. 19 Mal nach Zwischenwahlen ging es nach oben, also wird es auch diesmal nach oben gehen. Manche Dinge ändern sich eben. Irgendwann endet jede Serie, vielleicht auch diesmal. Das sei zumindest mal in den Raum gestellt. Und die Fed, was macht die? Eigentlich Barkin von der Richmond Fed, der hat heute gesagt, ja, wäre vielleicht besser gewesen, wenn wir mit der Straffung der Geldpolitik nicht so lange gewartet hätten, sondern früher gestartet wären. Haben sie aber nicht. Jetzt sagt hier etwa Juan Pico della Mirandola, was für ein toller Name. Also dieser Typ, der bekommt Hunderttausende Dollars und hat nicht mal gecheckt, was jeder andere, der sozusagen ein Diplom in Gartenarbeiten hatte, gecheckt hat, nämlich, dass die Inflation stärker ist, aus dem Ruder läuft und eigentlich die Fed hätte etwas tun müssen. Nächstes Jahr, so bemerkt ein anderer, werden wir dann hören von der Fed. Also es tut uns leid, wir haben zu spät die Geldpolitik wieder lockerer gemacht. Wir waren zu lange im Vollbremsungsmodus. Sorry, wir haben da etwas kaputt gemacht. Tut uns leid. Ist halt wie es ist. Ich glaube, das ist sehr, sehr realistisch. Und dass etwas kaputt geht, das sehen wir schon. Und wo geht es kaputt? Im Kryptobereich. Hier
FTX, ich hatte heute Morgen auch das kurz berichtet, da musste FTX gekauft werden von Binance, nachdem, wie es hier wörtlich heißt, a significant liquidity crunch der Fall war. Das heißt, hier musste dann FTX auch die Abhebungen erstmal unterbrechen. Also hier war praktisch eine maßgebliche Institution, eine maßgebliche Kryptobörse, praktisch kurz davor über den Jordan zu gehen und musste dann aufgefangen werden durch Binance, eine andere Kryptobörse. Jetzt erinnern wir uns mal an die seligen Zeiten in 2007, 2008, Finanzkrise. Da gab es erste Konfusion mit Bear Stearns, diese Investmentbank. Die musste dann praktisch auf Geheiß des US-Finanzministeriums durch eine andere Großbank, JP Morgan, war es mal eben aufgekauft und geschluckt werden, um sie zu retten. Warum? Weil damals die Subprime-Loans aus dem Ruder gelaufen waren, Verbriefungen von Krediten im Immobiliensektor plötzlich kippten und die Sache wie eine Lawine ins Tal rollte. Das konnte zunächst noch gestoppt werden, aber dann kam Lehman und wahrscheinlich kommt auch Lehman noch für den Kryptobereich, wäre zumindest nicht auszuschließen. Da ist sehr, sehr viel Scam unterwegs. Da werden Leute kontaktiert, wie mir ein guter Freund erzählt, was da dabei ist, so ein bisschen das zu recherchieren, wie Unglaubliches da passiert haben mit Ponzi-Schemen. Damit meine ich jetzt nicht direkt Bitcoin, aber mit irgendwelchen Token und so weiter und so fort. Und da kann es krachen. Bitcoin zunächst mal erstmal erleichtert. Zunächst runter auf 19.200, dann der Move auf 20.600. Ganz schnelle Bewegung nach dieser Rettungstat von Binance. FTX zu schlucken, auch das eine sehr interessante Entwicklung und interessant, auch wenn wir jetzt mal zum Geopolitischen und weg von der Wall Street kommen, Ukraine ist Präsident Zelensky offenkundig dann doch jetzt bereit zu Peace Talks mit Russland, denn auch für die Ukraine dürfte die Geschichte schwieriger werden, wenn jetzt die Republikaner, die diesen Hilfen für die Ukraine seitens Präsident Bidens und der Demokraten ja skeptischer gegenüberstehen. Vorher hat er gesagt, ich will nicht reden, nicht verhandeln, aber wenn die Amerikaner jetzt nicht mehr ganz so viel Gas geben sollten, wird er das vielleicht tun müssen. Das könnte eine interessante Entwicklung sein. Ebenso wie die Tatsache, dass China offenkundig jetzt seine Banken angewiesen hat, die Kreditvergabe wieder stark zu erhöhen. Manufacturing Infrastructure Sectors, also man macht das, was man in der Finanzkrise gemacht hat, was praktisch immer das Muster ist. Hast du ein Problem mit der Konjunktur, dann baue ich Straßen. Ja, ob du sie brauchst, das ist eine Frage, die kannst du nachher stellen. Ja, baue es erst einmal, dann schauen wir schon weiter. Und ganz ähnlich sind wir unterwegs. Wir machen jetzt neue Schulden. Wir bauen zwar keine Straßen und Brücken, weil die fallen uns eh schon zusammen, auf Deutsch gesagt, gell? Aber wir verdoppeln mal eben unsere geplante Neuverschuldung, 45 Milliarden Euro. Die Anleihenmärkte haben da zunächst mal verschnupft reagiert durch steigende Renditen. Da ist eben die Frage des Vertrauens und das EZB-Vertrauen wird durch eine Umfrage erfasst, wie Jörg Krämer hier thematisiert. Und ja, also da ist nicht viel passiert mit diesem Vertrauen in die Eurozone. Die EZB aber macht eine Umfrage, die sie nicht veröffentlicht. Ja, wie steht es denn aus mit dem Vertrauen in die EZB? Diese Umfrage wird nicht veröffentlicht. Möglicherweise wissen die Herrschaften, wieso. Weil wer so genial ist mit seinen Prognosen, der hat dann mal irgendwann noch vielleicht ein Akzeptanzproblem. Und jetzt nochmal zurück zum Energiesektor, der ja das große Thema in Europa ist. Europa, wir haben höhere Energierechnungen, gar keine Frage. Aber was passiert mit den anderen, die poorer countries, also diejenigen, die nicht so viel Geld haben, nicht aus einer so kräftigen Wirtschaft noch kommen, die werden praktisch jetzt alleine gelassen. Viele LNG-Supplier sagen sich, naja, dann zahle ich eine kleine Vertragsstrafe und liefere den Europäern, die zahlen jeden Preis, besonders die Deutschen, okay, die zahlen alles. Da wird gezahlt, gezahlt, gezahlt. Darüber spricht keiner. Das ist etwas, was unsere guten Menschen leider verschweigen, dass ihre Politik zum Elend von anderen führt. Aber man will ja vorangehen, nicht wahr? Also die Welt blickt auf Deutschland. Wenn wir es schaffen, dann schaffen es alle. Die anderen sind inzwischen dann erfroren und verhungert, gell, was keine Energie mehr haben, aber schwamm drüber geht, dann haben wir wenigstens ein Vorbild gemacht. Das ist eine Leistung. Energiekrise, 64 Milliarden Euro, meine Damen und Herren. Allein in diesem Jahr hat das gekostet. Das ist 1,8% des BIPs. Was genau hier passiert? Es fließt nämlich Geld aus Deutschland in
ins Ausland ab. Das sehen Sie in diesem Artikel. Erste Empfehlung, zweite Artikel Empfehlung, Immobilienmarkt im Absturz. Da einige Indikatoren, die so klar sind, dass es da jetzt ein bisschen Bums macht. Und wenn Sie wissen wollen, was wirklich bei den Zwischenwahlen passiert, worum es genau geht, dann werden Sie keinen besseren Artikel finden als diesen. US-Zwischenwahlen, Inflation und Abtreibung sind die beiden großen Themen. Es wird über die beiden Agenda abgestimmt. Dritte Empfehlung und abschließend nochmal der Hinweis, morgen das Webinar 18 Uhr, deswegen morgen auch kein Marktgeflüster. Ich komme ja nicht zwei teilen, das ist ein Live-Webinar. Ne? Das schaue ich nicht einmal ich, ne? dass ich mich dupliziere, das geht nicht. Also hier der Hinweis, die Fragen, ich antworte und da sind schon viele Fragen eingegangen, viele davon werden aufgenommen. Thema des Webinars, Rezessionsrisiko in Deutschland. Wo ist das Licht am Ende des Tunnels? Morgen 18 Uhr. Wenn Sie es morgen 18 Uhr nicht schaffen, Link kopieren, den ich Ihnen unter das Video packe. Und dann schauen Sie es heute mal anders an. Ne? Das können Sie ja machen, wie Sie wollen, meine Damen und Herren. Also drei Empfehlungen plus der Link fürs Webinar. Jetzt empfehle ich mich und sage Servus, ciao.